dieses schwarze Loch, das wir jetzt beobachtet haben, ist zwar riesig, es hat 45.000 Mal den Durchmesser unserer Sonne und der ist 1,4 Millionen Kilometer. Da sollte man meinen, man kann es gut sehen, aber der Abstand ist 55 Millionen Lichtjahre. Ein Lichtjahr sind 10 Billionen Kilometer und da sieht man dieses Ding zum Beispiel mit Hubble, würde man es nur als Punkt sehen. Man braucht ein Teleskop, das die Größe der Erde hat. Können wir nicht bauen, aber wir können einen Trick anwenden, nämlich wir verteilen ein paar Radioteleskope über den gesamten Erdball und wir schalten diese Teleskope zusammen, wir synchronisieren sie, ihre Daten und daraus bekommen wir ein Bild, das die Auflösung hat, also die Möglichkeit, den Punkt nicht als Punkt, sondern als Scheibe darzustellen, in einer Größe, die wir gerne hätten, wo wir die Details sehen können, die wir brauchen. Ja, eigentlich sieht man es nicht. Wir sehen nicht das schwarze Loch, sondern wir sehen seinen Schatten. Um das schwarze Loch herum ist Materie, die dabei ist, in das schwarze Loch hineingezogen zu werden. Genauer gesagt muss man sagen, diese Materie umkreist das schwarze Loch. Diese Materie verliert Energie aufgrund von Reibung. Es ist Gas und Staub. Die Reibung nach den Berechnungen ist eigentlich nicht groß genug, dass die Materie da reinfällt in das schwarze Loch. Aber man vermutet, dass da noch Magnetfelder am Werk sind, die auch zum Energieverlust beitragen. Jedenfalls verliert diese Materie Energie, wird in Richtung des schwarzen Loches gezogen und aufgrund dieser riesigen Reibung, die Materie reibt aneinander, wird sie warm und sie strahlt. Und diese Strahlung sehen wir. Und diese Strahlung der Materie bildet eine Scheibe um das schwarze Loch herum. Und was wir gesehen haben, ist der Schatten des schwarzen Lochs vor dieser Scheibe. Wir wissen, dass die Relativitätstheorie nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Wir müssen sie mit der Quantentheorie vereinen, mit der sie bisher nicht zusammenpasst. Das heißt, wir hoffen immer darauf, Fehler zu finden. Und bisher sieht es so aus, als ob das, was wir sehen, grob relativ gut mit dem zusammenpasst, was theoretisch berechnet worden ist. Trotzdem, es reicht nicht grob hinzusehen, sondern jetzt wird in den nächsten Monaten und Jahren das Ganze gut und sehr genau vermessen werden. Und vielleicht findet man kleine Abweichungen. Und jede Abweichung der Theorie von der Realität hilft dabei, die Theorie zu verbessern und eventuell eine neue Theorie zu finden. Es kommt jetzt genau auf Entfernungen an. Und auf die Stabilität des Objektes, das dahin fliegt. Denn was dramatisch ist, in der Nähe eines schwarzen Loches sind die sogenannten Gezeitenkräfte. Gezeitenkräfte ist der Unterschied zwischen der Anziehungskraft, nehmen wir mal an, ein Astronaut würde in ein schwarzes Loch hineinfallen, mit den Füßen zuerst, dann würde er an den Füßen eine sehr viel stärkere Anziehungskraft spüren als an seinem Kopf, weil die Differenz der Anziehung mit dem Abstand dramatisch abnimmt bzw. in Richtung des schwarzen Loches zunimmt. Das heißt, die wahrscheinliche Todesursache eines Astronauten, der in das schwarze Loch hineinfällt, ist, er wird zerrissen. Und das könnte auch Planeten und Sternen passieren, die zu nah an das schwarze Loch herankommen. Wir sind 26.000 Lichtjahre davon entfernt. Das heißt, alleine das Licht braucht 26.000 Jahre zu uns. Das schwarze Loch wird uns nicht innerhalb der nächsten, sagen wir mal, Milliarden bis Billionen Jahre gefährlich. Danach sind wir weiter.